Ich habe hier jetzt übrigens das Butterbier im Drachenclub freigeschaltet. Das ist natürlich ganz wichtig jetzt für die Quidditch-Mission. Ich habe mich auch umgezogen für die Quidditch-Mission. Und wir werden sicherlich viele Partys noch feiern, auf denen wir viel, viel Butterbier brauchen. Ja, aber jetzt wollen wir erst... Oh. Aber jetzt muss ich noch ein Freundschaftsspiel machen, damit wir... Oh nein, hoffentlich muss ich da jetzt nicht ein paar Stunden gleich für warten. So, mal schnell, natürlich als Hüter, starten. Und da das ja nur ein Freundschaftsspiel ist, spule ich das auch vor. Jetzt haben wir es aber geschafft. Und jetzt müssen wir 3 Stunden warten, das ist doch... Orion geht schon nicht gut, ach der Arm. Ja, Sky, warum können wir dann jetzt nicht direkt? Warum muss ich jetzt 3 Stunden warten? Ach Mann. So, mal schauen, wer ist denn so alles hier heute? Also Orion nicht. Nehmen wir trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt, sind wir nur zu 6. Es fühlt sich seltsam an, ohne Orion hier zu sein. Orion, warum hast du uns verlassen? Ich frage mich, ob wir einen neuen Teamkapitän ernennen sollten. Sky, nicht ich bitte, okay? Bedeutet das, dass es keine Teamansprache mehr geben wird? Darum kümmert sich Sky, okay? Machst du Fortschritte mit Orion? Da kommt mir eine Idee. Ich werde ihm dabei helfen, sich in Geduld, Treue, Ausdauer und Feurigkeit zu üben. Oh, die Idee hatte ich vorhin schon, die ist mir nicht jetzt erst gekommen. Guter Plan. Hoffentlich hast du damit Erfolg. In der Zwischenzeit haben wir immer noch unser Quidditch-Training. Es fühlt sich an, als würde was fehlen. Der Schüler, der einbeinig auf dem Besen steht, der Monologe hält, der Metaphern findet, die keiner von uns versteht. Er fehlt einfach. Ohne Orion haben wir keinen Kapitän. Hoffentlich leidet das Team nicht zu sehr darunter. Glaubst du, wir überstehen die Saison ohne Kapitän Cody? Das brauchen wir nicht. Wir werden Orion helfen und er kann wieder unser Kapitän sein. Hoffentlich hast du recht. Es wird niemandem leicht fallen, für ihn einzuspringen. Du machst das nicht, ich. Wir sollten unser Training beginnen, oder nicht? Ja. Es ist an der Zeit, die Balance des Teams wiederherzustellen. Also, lasst uns zuerst auf unseren Besen balancieren. Mach keine Ansagen, Cody. Du wirst nur der Kapitän. Ja, oh, oh, oh. Wie? Nein. Das kann man jetzt von zwei Seiten sehen. Also, Sky ist in der Mitte, ziemlich ruhig, könnte Kapitän sein. Aber ich stehe auch hier so als Führer und alle, der Blick von allen ist zu mir gerichtet wie zum Lehrer. Oh, nein. Sky soll Kapitän werden, ja? Bitte, danke. Ich muss mein inneres Gleichgewicht finden. Ja, das sieht gar nicht gut aus, Madame Sucher. Guck mal, Sky hat ihr es schon. Es fühlt sich seltsam an, ohne Orion zu trainieren. Das ist mein erstes Besenballonstraining, seitdem ich wieder im Team bin. Da ist das, du hast ein Jahr kein Besenballonstraining gemacht. Das hättest du doch auch beim Büffeln für die Klausur machen können. Hoffentlich kommt Orion bald wieder zurück. Guckt euch Sky an. Sky, geborene Kapitänin, steht da und verzieht keine Miene. Guck nicht auf mich, guck nicht auf mich. Ich muss Orion nachher. Nein, ich muss nicht Orion sein. Orion sein. Nein, nicht Orion sein. Nicht Orion sein. Es fühlt sich gut an, wieder zusammen mit dir zu balancieren, Bienen. Ja, schön, dass sie wieder da ist. Wie soll ich denn balancieren, wenn ich weiß, dass uns ein Jäger fehlt? Wo sind eigentlich die Ersatzspieler? Nur mal so am Rande. Wir können auch nicht jetzt zum 6. Spiel machen. Nicht vergessen, dass es auf die Balance ankommt, Jungs und Mädels. Ich muss darauf achten, aufrecht zu bleiben. Oder ich sollte fallen, damit alle sehen, dass Sky besser als Kapitän geeignet ist. Das hätte schlimmer ausgehen können. Ich war mir nicht sicher, ob wir eine von Orions Übungen ohne Orion schaffen würden. Jetzt machen wir Orions Übungen. Denkt ihr seine eigenen aus, Sky? Jemand ist von seinem Besen gefallen. Ich finde, das ist ein Erfolg. Ich weiß, dein Selbstvertrauen zu schätzen. Damit kannst du bestimmt auch Orion helfen. Trotzdem, Orion muss zurückkommen. Ich weiß nicht so recht, ob wir das Training weiterhin an seiner Stelle leiten können. Mein Plan ist es, ihm dabei zu helfen, zu Geduld, Treue, Ausdauer und
Feurigkeit zu finden. Aber alleine werde ich es nicht schaffen. Irgendwelche Ideen? Du könntest ihn dazu bringen, eine Runde Schach mit Murphy zu spielen. Das ist ein hervorragendes Geduldstraining. Geduld? Das ist brillant, Sky. Wirklich? Nein, ich weiß nur ein Scherz. Ja, beim Zauberschach kommt es auf die Geduld an. Die Geduld eines Flubberwurms ist einer von Orions Quidditch-Grundsätzen. Da hast du wohl recht. Ich muss Orion und Murphy zu einer Partie Zauberschach in die große Halle rufen. Dann spielen wir Schach? Oder müssen wir sich jetzt erst noch wieder Übungsspiele machen? Ja, ich bin aber... Hä? Ich muss jetzt... ein Freundschaftsspiel machen? Mal schauen. So, ich habe dieses Freundschaftsspiel jetzt nur gemacht, damit Murphy jetzt herkommt und damit Murphy zum Kommentieren gekommen ist und damit ich ihn jetzt zu einer Runde Zauberschach mit Orion schicken kann. Ja, Murphy wartet dann jetzt also in der großen Halle und ich denke, ich schicke Orion morgen mal vorbei.